zur heutigen Kinderkirche. Heute mal aus dem Pastorat am Fenster. Hallo Kinder, von mir auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Kinderkirche. Ja, diesmal aus dem Pastorat. Ja, wir haben gedacht, wir machen das mal anders. Genau, Tiffany hat recht. Tini, du hast letzte Woche so eine schöne Geschichte vorgelesen mit der Schnecke. Hat sie dir gefallen? Ja, die fand ich schön. Ich liebe Tiergeschichten. Ach, Tiffany, dann war ich ja wieder genau richtig, weil ich habe wieder eine Tiergeschichte mitgebracht. Echt? Ja, eine Geschichte von einem kleinen, mutigen Hasen. Einem kleinen Hasen? Ja, und der Hase, der heißt Tiger. Tiger? Ja, der heißt Tiger. Ui, dann ist er bestimmt ganz, ganz doll mutig. Ich bin ganz gespannt. So, liebe Kinder, und jetzt singen wir zusammen einfach Spitze. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und nun stampfen wir. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und nun tanzen wir. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Die Geschichte heißt Der kleine Hase namens Tiger. Mit dem Wind in den Flügeln durch die ganze Welt fliegen, denkt der kleine Hase namens Tiger und erinnert sich daran, wie er in seinen Träumen wie ein Vogel durch die Lüfte schwebt. Doch immer, wenn er davon seinen Freunden erzählt, wird er ausgelacht. Wir sind Hasen, wir können nicht fliegen, sagen sie zu ihm. Schlag dir das aus dem Kopf, das wird doch nie was. Doch davon lässt sich der kleine Hase nicht entmutigen. Anfangs hat ihn jeder gefragt, warum er Tiger heißt, wo er doch ein Hase ist. Und dann hat er jenen von seiner starken Mama erzählt, die in dem kleinen Hasen die Seele eines großen, mutigen Tigers gesehen hat. Sie wusste, dass der kleine Hase einmal ein ganz besonderer Weltenbewohner werden wird und sich nicht unterkriegen lässt. Und genau deshalb ist Tiger der Hase mutig genug, um es jetzt allen zu zeigen. Denn Freiheit fängt im Herz an und nicht nur in den Füßen. Er baut sich eine kleine Schachtel, die er sorgfältig mit einem Sitz und einer Glaskuppel versieht und zwei Seilen, um sie zu befestigen. Er setzt sich ein Stirnband auf, damit seine Ohren ihn nicht stören, darüber einen roten Helm und er redet sich ein paar Worte frohen Mutes zu. Dann klettert er auf einen Baum und wartet auf seine Gelegenheit. Tief im Inneren weiß Tiger, dass er etwas ganz Großes vor sich hat und ob es klappt, das weiß er noch nicht. Dann ist es soweit.
Ein großer Adler schwingt seine Flügel durch die Luft und dreht seine Kreise über dem Baum. Hase Tiger weiß, dass er den großen Adler, von dem er sonst so ziemlich Angst hat, erwischen muss, um in die große Freiheit zu gelangen. Er wagt es. Als der Adler ihn erblickt und auf ihn zugeflogen kommt, wirft er seine zwei Seile um ihn, zieht sich an ihm hoch auf seinen Rücken. Der kleine Hase sitzt fest auf dem Rücken des Adlers und bindet die Schachtel fest. »Hey, was machst du da?« fragt ihn der Adler böse. »Ich wollte mir meinen Traum erfüllen und auch wie du durch die Unendlichkeit des Himmels fliegen«, antwortet der Hase aufgeregt. Da überlegt der Adler kurz. »Für mich ist es normal, durch die Lüfte zu fliegen. Ich mache das immer.« »Ja, aber für mich ist es eigentlich unmöglich«, antwortet Hase Tiger. »Dann komm mal mit, ich zeig dir alles.« »Wie heißt du?« fragt der Adler. »Ich heiße Tiger.« »Ja, ich heiße Tiger«, ruft der kleine Hase stolz in den Himmel und streckt seine Faust in die Luft und in die Zukunft. Gemeinsam fliegen die beiden durch die Lüfte. Nie zuvor war Hase Tiger so erfüllt von Freiheit, Glück und Dankbarkeit. Alle bisherigen Dinge verschwimmen in einem Dunkel und es scheint, als wäre Tiger mit seinem Glauben an das große Einzigartige nicht so falsch gewesen. »Danke, Adler, dass du mich mitgenommen hast«, schreit Tiger dem Adler ins Ohr. »Danke, Tiger, dass du mir gezeigt hast, dass nicht alles selbstverständlich ist«, sagt der Adler und dreht ein paar Extrarunden. Dann landet er, setzt den Hasen vor seinen Freunden ab und verschwindet ins weite Blau. Stolz und ohne zu seinen Freunden etwas zu sagen, geht der Tiger nach Hause. Ohne ein Wort der Genugtuung nimmt er seinen Helm, zieht seine Pappschachtel hinter sich her und lässt seine Freunde sprachlos stehen. Manchmal reicht es, wenn man den Erfolg für sich selber genießt und keiner einem dieses Gefühl der großen Freiheit nehmen kann. Dann fühlt man sich groß wie ein Tiger, auch wenn man nur klein wie ein Hase ist. Boah, das war ja eine coole Geschichte. Ich glaube, ich baue mir auch mal so eine Schachtel und dann so wäre ich jetzt nur langsam, Tiffany. Naja, aber der kleine Hase, der Tiger heißt, der hatte ja wirklich ganz schön Mut. Und weißt du was? Ich glaube, der hat auch ganz fest an den lieben Gott geglaubt, weil ich glaube, ach Tiffany, du bist ja ganz aufgeregt. Ja, ich finde das ganz, ganz toll, dass der so einen Mut gehabt hat. Ja, Tiffany, ich glaube auch, wenn man ganz, ganz, ganz fest an sich glaubt, dann geht sowas auch in Erfüllung. Stimmt! Wenn einer sagt, ich mag dich, du, ich finde,
So, liebe Kinder, und nun lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott. Er beschütze euch auf allen Wegen. Amen.